Hallo zusammen, hi everyone. Ich habe jetzt immer noch meine Farben: Schwarz, Elfenbeinweiß, permanent grün-hell, echt gelb und echt orange. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Wasser dazu oder beziehungsweise etwas Wasser dazu getan. Dadurch sind die Farben etwas dünner und jetzt schauen wir mal, wie sie jetzt rauskommt. Silikon ist drin, ich habe wieder einen Keilrahmen. 20 auf 20 cm mit Schwarz vorbereitet und möchte es dieses Mal mit dem Röhrchen, ihr könnt sehen hier, die Farbe etwas verteilen, mal sehen, wie das rauskommt. Okay, I got my colors too: Black, Ivory, Permanent Green Light, True Yellow and True Orange. In this color I got a little water. Silicon 2 and I want another technique. I blow this with a tube, the color out there, and we look what coming out. Okay, dann probieren wir das einfach mal aus. Fange jetzt einfach mal mit Gelb an. Started with Yellow. Okay. Und dann hoffe ich, dass Sie es gut sehen können. I hope you can see it good. It's a little thick, the paint. Ja, die Farbe ist etwas dick. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber macht Spaß. Das ist mein erster Versuch. My first time. Ich denke mal, wenn die Farben ein bisschen dünner wären, würde es einfacher sein.
When the color are thinner, it's easier. But it's funny, das macht richtig Spaß. Okay. Oops. Also seht ihr, man kommt immer mehr dem Rand raus. Orange.
wollt. Ganz schön anstrengend. Okay.
Okay. Vielleicht noch einmal, one more. Okay. Bring this in the middle, bring it in the middle. Okay. Jetzt habe ich trotzdem mal Feuer drüber. Bring in my torch. Ziemlich anstrengend. Das erste Mal, dass ich geblasen habe. Ja, sorry Mädels, Spaß muss sein. My first time for the blowjob. Gut. Also schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, ob das okay ist oder naja. You can write me in the comments, that's good or not good. I like it. It was funny, also mir hat Spaß gemacht, mal wieder was Neues ausprobiert. Ich hoffe jetzt, dass die Farbe dann auch so hält beim Trocknen. I hope when you try, the color is right there and now.
Also schauen wir einfach mal, wie es wird. Ich hole die Kamera wieder runter, ihr könnt es wieder von nahem sehen. Und ich lasse noch ein bisschen einwirken, dass die Silikonbläschen vielleicht noch ein bisschen rauskommen. Bring the camera from close, then you can can you see it from here? Sorry. And I'll let it work the silicone. Okay, dann bis gleich. So Leute, jetzt könnt ihr es mal von nahem sehen. You can see it from close. Okay, wait. Warte mal geschwind, ich glaube, sind schon wieder unscharf. Mach das mal ganz genau. So. Es gibt eine schöne Sternform. Und Silikon hat auch gewirkt. Also ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es trocken ist. We looks like when it dried. Morning. Also ich zeige es euch auch nochmal morgen, wenn es getrocknet ist. Da bin ich echt mal gespannt. Versuche schwarz in die Mitte zu bringen. Bring it the black in the middle. This looks like better. Okay. Das Schwarze in die Mitte sieht für mich besser aus. Gut, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Aber you can see it good. And thanks for watching. And I hope to enjoyed you. And see you next time. Also ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, mal was anders. Und ich habe euch ein bisschen unterhalten können, vielleicht auch was gelernt draus. So, guten Morgen zusammen. Das ist auch der nächste Tag jetzt hier bei diesem Bild. This is the next day from this picture. The color was dried, also die Farbe ist getrocknet. Eigentlich auch gut getrocknet. Ich habe hier, wie gesagt, ein bisschen Wasser reingetan. Es ist leicht verlaufen. Das ist halt bei dem Transparentlack wirklich schwierig, die Farben zu behalten beim Trocknen. Und auch leicht eingerissen. Yeah, the transparent lacquer with a little water was tried. The color was runs a little, but the picture is good. Also wie gesagt, es ist leicht verlaufen mit ein bisschen Wasser, glänzt auch nicht so. Aber wie gesagt, da kann man ja noch einen Schlusslack drauf machen. Ich finde es okay, nicht optimal, aber gut. The picture is good, but not perfect. But I like it. So. Okay. I hope to enjoy you and see you next time. Also ich hoffe, euch hat es gefallen, habe euch ein bisschen inspiriert und dann hoffe ich doch, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Dann probiere ich wieder was anderes aus. Okay, bis dann. Tschüss. Bye.